Hallo Leute und herzlich willkommen zu No Man's Sky, dem Next Update, um genau zu sein. Jetzt, wo das Ganze hier einen richtigen Multiplayer-Modus mit drin hat, habe ich mir gedacht, schaue ich mir das Ganze doch auch endlich mal an, zusammen mit dem Schakal, so wie man das Ganze eigentlich auch schon gewohnt ist, ne, mit dem Let's Play Togethers. Und wir werden mal sehen, was sich jetzt alles so verändert hat im Spiel. Entdecken das Ganze quasi einmal komplett neu. Der Schakal hat es ja vorher auch schon selber gespielt. Der kennt es vom Ursprungszustand her. Und ja, der Ladebildschirm müsste jetzt auch gleich vorbei sein. Und dann sehen wir uns gleich auf dem Planeten wieder. Und euch wünsche ich viel Spaß dabei. Der liebe Lompi hat das System betreten. Ich bin 510 U. Was heißt denn das eigentlich? U. Units wahrscheinlich. Mhm. Ah, knapp 480 Units entfernt. So, oh, da geht's gleich mal los mit dem harten Überleben hier in Nomansky. Das bitte. So, hier. Ferritstaub. Toxischer Regen ist nicht unbedingt die beste Startvorausdingsung hier. Wie heißt das? Ja, war schon eine Voraussetzung. Alles nur Ferritstaub. Ferritstaub. Warte, ich höre jemanden. Ja, früher war es Eisen. Vorher war es Eisen, jetzt ist es auf einmal Ferritstaub. Das meine ich doch damit, dass sie das. Ey, ich sehe dich! Ich sehe dein Ikon! Ja, Mann! Warum fängt man ohne Schiff an? Was ist das für ein Quatsch? Man fängt immer ohne Schiff an. Hä? Nö, aber vorgestern habe ich noch mal so reingeguckt. Vorgestern? Ne, vorgestern war das. Und da bin ich neben dem Schiff gestartet. Ja, das kann hin und wieder, kann das mal vorkommen. Eine beschädigte Maschinerie, Manipulationspräventionsgerät braucht man. Da, ich sehe ein Schiff! Alles. Alter, schrei mich nicht so an, ich bin sensibel. So, zu Beginn jedes Nomansky-Spiels erstmal versuchen, Ressourcen zu kriegen und ein bisschen auf die Beine zu kommen. Alter, spiele ich ja irgendwie Counter-Strike oder warum bekomme ich ja toxischen Schaden? Komm, der war gut. Jo, hier sind unsere beiden Schiffe, komm zu mir. Jawohl, ich seh's. Da ist er. Hey, Lampi-Pump. Da ist er, Monsieur Schakal, mit in die orangene Anzug. Ich hab einen orangenen Anzug. Ja, ich musste sowieso, weil das andere ist meins. Achso. Oh. Oh. Iteration oh. Nummer 23948290849249. Also ganz schön viele 249. Klassverbindung, bla bla bla, alles kaputt. Unregelmäßig. Startschubdüsen offline. Impulsantrieb offline. Piepmansch Schnauzer. Mein Exo-Anzug hat mich zu einem abgestürzten Raumschiff gelenkt. Die Steuerung reagiert auf meine Berührungseingabe und ich muss davon ausgehen, dass es mir gehört. Ich kann mich aber weder daran noch etwas davor erinnern. Protokoll lesen. Protokoll 4925a nicht verfügbar. Daten werden ersetzt. Exo-Anzug verbunden. Vorschlag, Pilot sollte Wartung durchführen. Gewünschter Reparaturweg auswählen. Schiffssysteme reparieren.
Selbstgesteuerter Reparaturportugalle eingeleitet. Alles klar, Impulsantrieb kritisch beschädigt. Ach du Scheiße, jetzt brauchen wir ja wieder neue Sachen. Hermetisches Siegel gab es vorher auch nicht. Metallplatten, alles klar. So, dann würde ich am besten erstmal sagen, wir gucken im Exo-Anzug Produkt herstellen. Metallplatten kann man ganz normal mit Ferritstaub, 50, da kann man eine herstellen. Das ist schon mal nicht schlecht. Schon mal nicht schlecht. Ist das eigentlich clever, wenn man diese Pilze und so weiter auch mit dem Laser abbaut? Joa. Was ist das hier? Projektilmunition. Warum gibt's jetzt jedes Mal immer wieder neue Sachen in No Man's Sky? Ich meine, klar, es soll nicht langweilig werden, aber wie zum Teufel? Also wie man Metallplatten herstellt, weiß ich ja. Aber wie zum Teufel, wo kriege ich ein hermetisches Siegel? Warte mal. Tritium ist in großer Menge in Planeten und Asteroidenfeldern vorhanden. Na, das ist ja schön, aber was bringt mir das, wenn ich... Ach so, Impulsantrieb. Wir müssen als erstes unsere Startschubdüsen, glaube ich, reparieren. Da brauchen wir reines Ferrit und die Wasserstoffgelee. Mhm. Die Wasserstoffgelee bekommst du aus... Wo weißt du das? Die Wasserstoff. Na, weil ich gerade in der Herstellung drin bin, im Raumschiff. Ach so. Anpinnen. Ich pin's mal an. Die Wasserstoff findet man in kristalliner Form auf den meisten Planeten. Ach, das ist das H-Symbol. Na, blöd, oder? Da vorne das Blaue. Ach so. Lol. Warte mal. Hier vorne ist auch ein Haufen Wasserstoff. Ich transferiere erstmal mein Eisen. Obwohl, nö, ich hab. Oh, Alter, habe ich ein riesiges Inventar. Wow. Wo bist du? Ach, da ist Blaue. Dann nehme ich mir auch was von mit. Ja, ich lasse ja auch noch ein bisschen was übrig. Es könnte tatsächlich eine lange Reise werden für uns, Lumpy. Weil ich spiele Nomansky eigentlich relativ gerne. Ist das? Warum leuchtet das? Vielleicht gefällt es ja auch den Zuschauern. Wie bitte? Warum leuchtet hier was bei mir? Das sieht aus, als wäre ein Laserstrahl hier bei mir noch auf dem Boden. Das passiert manchmal. Ich habe noch ein bisschen Wasserstoff gefunden. Ich kann auch schon meinen Scanner verwenden. Feld. Natrium ist da auch noch. Da hinten ist irgendwas pflanzenblau. Deuteriumreiche Pflanze. Mhm. Da gehe ich doch mal gucken. Toxischer Regen, Alter. Was ist denn das? Das gibt für ein Schiat. So, ich guck mal ganz kurz den Ausrüstung aufladen. Minenlaser geht immer noch mit Kohlenstoff. Das ist wunderbar. So, ich sammle mal noch ein bisschen Wasserstoff. Jetpack Stromstoß entdeckt. Mhm. Sie fragen, wie man sich reines Ferrit herstellt, ne? So, warte mal, ich muss, glaube ich, mal ein bisschen die Soundeffekte leiser machen, weil jedes Mal, wenn ich anfange mit dem Laser zu schießen, höre ich dich kaum noch. Geht mir genauso, werde ich auch mal machen, gute Idee. Ich mache mal auf 25%, Mucke mache ich jetzt auch mal an hier, 25%. Na, vielleicht auch 30. So, mal gucken. Ach, schon besser. So, wir haben Wasserstoff und Ferrit sollten wir sammeln, ne? Wir können mal gucken. Eine Metallplatte habe ich schon. Raumschiff. Die Wasserstoffgelee. Ach, ich kann nicht herstellen, weil ich zu weit von meinem Dings entfernt bin. So, die Wasserstoffgelee herstellen. So, jetzt brauchen wir noch 50 reines Ferrit. Da oben ist Sauerstoff. Ne, ich hole mir erstmal noch diese und die komischen Kristalle. Sauerstoffreiche Pflanze. Aha. Oh, das ist ja interessant. Wir da hinten rumstorbel. Alter, hast du einen Strahl. Freilich. Ich muss richtig hart pinkeln gerade. Oh, jetzt richtig viel blaues Zeug, Junge. Nimmst du noch was mit, ja? Ja, wir können mal gucken, ob ich da vielleicht was rauswerfen kann. Vorher war es immer Plutonium, was man brauchte. Mhm.
Aber mit Wasserstoff macht doch viel mehr Sinn, weil du ja im Weltall dann hinten den Wasserstoff rauswirfst aus dem Triebwerk, um vorwärts zu kommen. Von daher ist das sinnvoll. Soll ich aber auch noch ein bisschen Wasserstoff gesammelt? Das sind Drachenpferdekamele. Drachenpferdekamele? Ja, ich nenne sie so. Oh, kann ich die scannen und dann sagen, die sollen Drachenpferdekamel heißen? Füttern! Könntest du rein theoretisch, allerdings hast du noch kein Analysevisier. Oh, ich habe ihn gefüttert. Jetzt freut er sich. Oh, du bist ein liebes Tierchen. Ja, bist du ein... Weißt du, wie habe ich es gerade genannt? Drachenpferdekamel? Drachenpferdekamel. So, ich gehe mal ganz kurz ins Raumschiff rein. Pungenium. So, Startschubdüsen. Reines Ferrit. Das müssen wir wahrscheinlich erst übertragen. Ins Raumschiff. Jawohl. Ah, du kannst, wenn du Dreieck drückst und übertragen drückst, kann ich das auch direkt an dich übertragen. Ah, nice. Das ist gut, oder? Fortgeschrittener Minenlaser, erforderlich. Warte mal. Reines Ferrit. Wie bekommt man reines Ferrit? Ja, ja, das war ja meine Frage, die ich dir noch nicht beantworten kann. Staub. Zum nächsten Spieler teleportieren. Ah. Lol. Okay. Wie kommen wir an reines Ferrit? Ich brauche das Notrufsignal hier an, ja? Mach mal. Wobei, vielleicht kommen die Wächter und wollen uns abbauen. Das wäre vielleicht nicht gut. Oh, scheiße. Übertragung. Beschädigter Container. Reisenanomalie entdeckt. Anomalie ist konform. Ja, Kohlenstoff. Cool. Verdichteter Kohlenstoff. Alter, was gibt's denn jetzt hier alles Neues? Das ist gut, dass es so viel Zeug gibt, finde ich. Ja, ne, natürlich. Ein beschädigter chromatisches Maschinerie. Metall brauchst du dazu. Warte mal, wir können ja mal gucken hier oben in den Höhlen. Ich muss erstmal mein Schiff, ich muss mein Giftschütz erfüllen. Butz. Ah, dann kann ich mich mal ein bisschen umgucken. Im Exo-Anzug, die Wasserstoff-Dreieck. Aha, hier gibt's Kobold. Aua! Okay, das kann man nicht abbauen. Das tut weh. Eine toxische Pflanze. Hüllenkürbis. Flicke den Impulsantrieb mit Metallplatten. Das würde ich ja gerne. Aber dazu brauche ich ein hermetisches Siegel. Ja, das kann man sich auch irgendwie noch nicht bauen. Und wie zum Teufel kommen wir an reines Ferrit? Das ist eine gute Frage. Können wir am Multivaktionswerkzeug, können wir da noch irgendwas tun? Technologie installieren? Bewegen, stapeln, Objekte übertragen, ausrangieren. Lebenserhaltung aufladen, Sauerstoff, Kohlenstoff, verdichteter Kohlenstoff. Oh, man kann jetzt seine Lebenserhaltung mit Sauerstoff auffüllen. Das ist gut. Macht Sinn. Ja, indeed. Da ist noch ein bisschen H. Doch. C, was ist ein C? Kohlenstoffkristalle. Wie heißt eigentlich dein Raumschiff? Meins heißt strahlende Säule BC1. Oh, da habe ich keine Ahnung, wo sehe ich das? Und dann gehst du auf deinen Inventarbildschirm und auf dein Raumschiff und dann steht oben rechts in der Ecke der Name von deinem Raumschiff. Achso, oh, das gucke ich gleich nach. Kobalt. Wer braucht denn Kobalt? Kobalt brauchst du. Weiß ich nicht wofür. Strahlende Säule BC1 heißt meins. Ja, also heißt unser Dings gleich. Deins heißt Raumschiff von Schakal. Ja, ey, Finger weg von meinem Raumschiff, du Klauschwein! So, jetzt wird's Nacht. Tipptopp. Oh, was hast du gerade gemacht? Das war mein Strahl, glaube ich. Hä, es gab doch... Hilfsmittel? Gab's nicht eine Taschenlampe? Ja. Ach, es gibt eine Taschenlampe? Ja, unter Hilfsmittel. Piepmatsch, Schnauze. Schnauze, habe ich gesagt. Ja, okay, die Taschenlampe sind irgendwie nix. Mann, was ist denn mit deinem Vogel heute los? Du
ist alles Ferritstaub. Wir brauchen keinen Ferritstaub, wir brauchen verdichtetes. Oh, ich brauche mehr Kohlenstoff. Gib mir deinen Kohlenstoff. Will den Hund füttern. Freuen sich schon wieder mit der heimischen Flora und Fauna an, ja? Ja, frage mich, wie die überleben können bei dem toxischen Regen, Alter. Evolution. Es hat kaum einen Kopf. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn der Minenlaser gerade am Abkühlen ist, du schon wieder schießen kannst und der dann auf 0% Hitze geht? Yep. Wow, Alter. Fieser Laserstrahl. Alter, wie lange der Scanner zum Aufladen braucht, ist auch der Hammer. Das Problem ist, wir haben hier nicht viel in der Umgebung. Was ich sehe, ist ein bisschen O2 und ein bisschen Natrium, aber... Hm. So O2 wirklich... brauchen wir auf jeden Fall für unsere Lebenserhaltung. Das ist ja... Aua, da war schon wieder so ein hässliches... Ah, vielleicht müssen wir so einen Beacon bauen. Einen Beacon bauen? Ja, du weißt schon... Ja, ja, ich weiß. Warte mal. Signalbooster, tragbare... Ach, hier eine Raffinerie gibt's jetzt. Ach, lol. Mm. Das muss man natürlich erstmal wissen. Pass auf, ich gehe runter zum Raumschiff und pack da die Raffinerie hin. Jo. Wo sind unsere Raumschiffe? Da unten. Und ich krabbel hier noch ein bisschen Shit. Krabbel mal ein bisschen Shit. Du brauchst auch noch Sauerstoff, oder? Nehme ich mal stark an. Jein. Ich hab 30. Nee, ich baue jetzt erstmal das Ding hier. Maintenance. Treibstoffvorrat. Warte mal, mit Kohlenstoff. Verdichteter Kohlenstoff braucht das Ding. Eingabe, Objekt übertragen. Ferritstaub. Reines Ferrit. Ausgabe. Alles klar, starten. Hä, krass. Das ist ein bisschen geil. Bisschen Natrium nehme ich auch noch mal mit. Guck mal, dass du vielleicht reinen Kohlenstoff kriegst. Um die Raffinerie aufzuladen. Reiner Kohlenstoff? Ja, reiner Kohlenstoff ist halt Kohlenstoff, ja? Wahrscheinlich. Nein. Nein? Es gibt normalen und es gibt rein. Echt? Habe ich gerade eben auch. Ich habe im Exo-Anzug, habe ich... Ah, ne, Sauerstoff und... Ja, doch, du könntest recht haben. Ja, ich baue jetzt einen dicken Pilz ab. Aber der Treibstoffvorrat müsste rein theoretisch noch reichen. Verarbeitungszeit sind 30 Sekunden. Wir sind bei 150. Reines Ferrit. Ich weiß gar nicht, wie viel brauchen wir denn insgesamt. Das ist very interesting. Ah, 50 brauchen wir für die Startschubdüsen. Alles klar, Sprit ist alle. Wir sind bei 187. Wow. Ma, Alter. Vogel, ich bin noch gefallen. Kraftig. Das ist schlecht. Und Big Match, Schnauze! Ja. Ich würde ihm gerne sagen, dass er die Schnauze halten soll. Jo, weil das tut übel weh im Ohr bei mir, Alter. Das ist so laut. So, meine Startschubdüsen sind auf jeden Fall schon mal. Krass, die kann man mit Uran. Raumschiff Start Treibstoff. Was zum Teufel gibt's denn hier alles Neues? Wie kann man Raumschiff Metallplatten und die Wasserstoff? So, ich muss mich mal kurz um ein Raumschiff gleich setzen. Wie heißt der? Planet Inki X-Fi? Also, naja, 17. Pass auf, Lampi, ich mach mal folgendes. Du kriegst jetzt erstmal von mir Objekt übertragen. So, ich hab jetzt erstmal meine Lebenserhaltung auf. Ich hab dir mal 137 reines Dingsbums geschickt. Und ich schick dir mal Sauerstoff rüber. Wie mach ich denn das? Bewegen und stapeln? Kann ich hier irgendwie... Kann ich hier irgendwie 40 Sauerstoff abmachen und dir geben? Gute Frage. Du bist außerhalb meiner Teleportreichweite. Was? Ich sitze neben dir am Raumschiff. Vielleicht liegt es daran. Übertreibt man nicht. Hallo. Hi.
Wieso ist meine Taschenlampe aus? Schön, wir haben dich wieder ein bisschen sehr gut aufgesendet. Du brauchst Kohlenstoff, hast du gesagt? Jo. Da. Oh, ich habe verdichteten Kohlenstoff. Ja, den brauchen wir ja auch. Oh Gott. Ja, aber nicht so Zack, viel Kohlenstoff. Scheiße. Huch, was ist das? Maintenance. Also ich würde erstmal behaupten, ich heb mal die Raffinerie, was? Aufheben nicht möglich, Raffinerie ist leer. So, Raffinerie ist leer. Hast du deine Startschubdüsen schon repariert? Ja. Na, dann würde ich sagen, wir verfatzen uns von dem Planeten und fliegen direkt mal raus und gucken mal, wie die anderen so aussehen. Warte mal. Ich gehe erstmal in den Raumschiff. Ich muss doch alle beide Triebwerke reparieren, oder? Impulsantrieb brauchst du nur, wenn du Langdistanzreisen machst. Echt? Aber. Also raus aus dem Planeten müsst man rein. Nee, wenn ich jetzt hier R2 drücke, sagt er mir, Impulsantrieb kritisch beschädigt. Ja, ja. Okay, dann bauen wir jetzt hier eine Raffinerie oder was? Na, warte, ich hab doch noch eine. Tragbare noch. Ich hab doch noch eine. Achso. Ich hab doch noch eine. Ihr habt ja noch eine. Ja, bitteschön. Dankeschön. Die Frage ist jetzt ein hermetisches Siegel, wie wir da rankommen. Genau, ne? Ich pack mal Ferritstaub rein. Ach ne, da kommt Ferris Ferrit raus, okay. Gib's wieder her. Oh. Die Wasserstoff, kommt Sauerstoffgelee bei raus, aha. Kohlenstoff-Nanorohr. Okay, brauche ich noch ein bisschen Kohlenstoff. Ich mache erstmal noch eine Metallplatte. Brauchen wir ja eh für einen Impulsantrieb. Wir können auf jeden Fall du noch... Du kannst aus rein Ferrit, kannst du magnetisiertes Ferrit machen. Mhm. Was haben wir noch so schön? Oh, Natrium? Natriumnitrat. Ja, okay, macht Sinn. Irgendwie, nehme ich an. Ich habe schon zweimal Treibstoff hergestellt. Hast du schon einen Signalbooster gebaut? Nee, kann ich noch nicht. Kohlenstoff-Nanorohr brauchen dafür. Boah. Ja, deswegen, ich brauche Kohlenstoff, den besorge ich mir gerade. Hm. Ich besorge mir gerade den Stoff, Digga. Ja, dann. Was machen wir da? Die Metallplatten kannst du selber bauen. Ja. Dann hole ich noch ein bisschen H für unseren Triebwerk. Ja, ich besorge erstmal ein bisschen Kohlenstoff. So, wie viel habe ich jetzt? 253. Okay. Ich brauche eine Metallplatte und ein Kohlenstoff-Nanorohr. Das geht klar. So ein Kohlenstoff-Nanorohr müsste man aus Kohlenstoff machen. Ja, das kriege ich hin. Ich brauche nur noch mal den Ritschlaub. Hol ich dir. Dudele. Ja, das ist kein Problem. Exo-Anzug. Was brauche ich denn für die Metallplatte? Fehlt mir noch 8 für Ritschlaub. Okay, dann mache ich erstmal das Kohlenstoff-Nanorohr. Übertragen. Außerhalb der Teleportreichweite. Okay, wo bist denn du? Hier. Da muss man direkt nebeneinander stehen dafür. Meine Taschenlampe geht andauernd aus. Warum? So, bitteschön. So, alles klar, warte. Dann spring ich mal kurz wieder hier rein. Aber ich finde schon mal gut, dass das Inventar größer ist. Ja. Schon 24 Plätze von Anfang an hat. So, jetzt baue ich ein... Jetzt brauchen wir noch Uran zum Fliegen. Boah. Uran oder Raumschiff-Treibstoff. Ja, okay, cool. So, warte mal. Außenposten, Signalerkennung, Online-Navigationssubroutine, Exo-Anzug-Upgrade. Nahe Strukturen orten. Okay, das kannst du schon mal vergessen. Du kannst nahe Strukturen ordnen, Daten eingeben. Da brauchst du aber einmal Navigationsdaten.
Und entschlüsseln ist eine Absprungkapselkoordinate. Kannst aber alles nicht auswählen. Also völlig umsonst gebaut, das Ding. Na gut, dann hebe ich den mal auf. Ich fall durch den Planeten durch, lol. Jetzt bin ich wieder da. Ich bin gerade durch den Planeten. Hallo. Hey, gib mir das Ding zurück, ich war gerade am Bauen. Was denn für ein... Wie, was für ein Ding? Den Raffinerie-Ding? Die Raffinerie steht doch noch hier. Bei mir nicht. Der Signalbooster, den ich... Die steht doch hier, direkt vor mir. Warte, ich geh mal auf den... So, geh mal wieder raus, mal rein. Mal sehen, ob ich wieder sehe. Nö. Na, warte, dann nehme ich das... Warte, dann nehme ich kurz das Zeug raus. Ich wollte nämlich gucken, ob ich hier uns mit dem Wasserstoff diesen Treibstoff bauen kann. So, bitteschön. Dankeschön. Jetzt muss ich wieder Scheiße eingeben. Na gut. Die Wasserstoff. Lampi, wie kommen wir an... Hermetisches Siegel. Wo zum Teufel kriegt man ein hermetisches Siegel her? Beschädigtes Teilsystem. Um diese Technologie einzusetzen, müssen vorher alle Teilsysteme repariert werden. Bau nicht möglich. Fehlende Komponente. Ja, ich möchte eigentlich gerne wissen, wo ich... Warte mal, ich mache erstmal eine Metallplatte. Die verbaue ich erstmal. Jawohl. So. Das ist typisch Nomanski. Hauptsache erstmal ins Spiel werfen und keine Ahnung haben, was ein hermetisches Teil Siegel ist. Ja. Und wo man das herbekommt. Finde ein hermetisches Siegel. Durchsuche das Notrufsignallager nach Vorräten. Das Notrufsignal haben wir doch schon, oder nicht? Ja. Dann muss ich noch mit dem Ding hier labern. Diagnose, keine Verbindung. Übertragung. Reisendenanomalie entdeckt, Position verzeichnet, Systemintegritätsscan initialisiert, Anomalie ist konform. Betritt das Schiff und sieh dir den Diagnosebericht des Schiffs an. Habe ich doch schon. Ich weiß doch, was da dran kaputt ist. Warum verarbeitet er nicht? So, Irritationsnummer, bla bla bla, funktionstüchtig. Raumschiff schwer beschädigt, unverzichtbare Bestandteile fehlen. Die erforderlichen Komponenten konnten nicht synthetisiert werden. Der Impulsantrieb benötigt ein hermetisches Siegel. Unterstützung anfordern. Empfehlung, Irritationsvergleich zeigt hermetisches Siegel in der Nähe. Navigationsdaten aus Notrufsignallager bergen. Geht doch. Hm? Hä? Hat er jetzt bei mir gemacht. Und er zeigt mir jetzt tatsächlich auch, finde ein hermetisches Siegel, dass ich hier zu dem Notrufsignal gehen muss. Was hast du jetzt gemacht? Mit dem Ding gelabert, ich hab das Notrufsignal. Na, ich hab das... So. Einmal Navigationsdaten geborgen. Bau einen Signalbooster. Oh. Lol. Okay, Navigationsdaten habe ich jetzt auch mitgenommen. Lol. Warte. Was wir den zweimal anlabern muss, müssen wir erstmal wissen, oder? So, warte, jetzt müssen wir nämlich hier mit dem Signalbooster... Einmal Navigationsdaten haben wir ja jetzt bekommen. Daten eingeben. Bitte Navigations auf Notrufsequenz, Quatsch, Frequenz scannen. Kreuzvergleich der Navigationsdaten. Hupala! Sag mir jetzt bitte nicht, dass da hinten ist das hermetische Siegel. Hä? Alter, das ist... What? Muss mit dem Ding sich auch noch reden. Das Ding ist einfach mal 800 Units weg. Ja, das geht ja noch. Das geht noch? Jo. Oh, eine riesige Karte. Ach du Scheiße. Ja, naja. Ich juckel da mal hin. Ich hab dir immer Treibstoff gegeben für den Start. Bist du schon unterwegs? Warte, ich komm mit. Ich bin gerade angefangen loszugehen.
Kann man ja am Lasern ist. Achso, Lompi, wir sind am Folgenende angekommen. Wir sind bei 31 Minuten. Dann würde ich sagen, okay, wir machen einfach weiter. In der nächsten Folge sehen wir uns wieder bei No Man's Sky. Also macht's gut, bis gleich. Tschüss.